Es war einmal ein Mädchen. Und sie hatte so schöne und lange Haare, dass jeder, der sie sah, ihre Augen nicht abwenden konnte. Die Stränge waren so leicht, nur golden. Deshalb nannten sie sie Goldlöckchen. Bei aller Schönheit war sie ein sehr ungezogenes kleines Mädchen. Mama erlaubte ihr immer, in den Hof zu gehen, befahl ihr jedoch, nicht in den Wald hinter ihrem Haus zu gehen. Goldlöckchen waren sehr interessiert zu wissen, was in diesem Wald ist. Und so, während Mutter nicht sah, verließ sie irgendwie das Haus in den Wald. Das Mädchen ging lange im Wald spazieren. Entweder findet er eine Beere, schaut sich dann eine schöne Blume an und hört dann zu, wie die Vögel singen. Also hat sie sich im Wald verlaufen. Und plötzlich sah sie ein ungewöhnliches Haus auf einer Lichtung. Goldlöckchen näherten sich ihm leise. Ich ging herum, sah aber niemanden. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann klopfte sie heftiger und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen traten vorsichtig ein. In diesem Haus lebten drei Bären. Ein Bär war Vater, groß und zottelig. Der andere war eine Bärenmutter. Es war kleiner. Der dritte war ein kleines Bärenjunges. Die Bären waren nicht zu Hause, weil sie im Wald spazieren gegangen waren. Das Mädchen betrat den Raum und sah drei Schalen Brei auf dem Tisch. Die erste Schüssel, die größte, war der Papa-Bär. Die zweite Schüssel, die kleinere, war der Mutterbär. Und die dritte, die kleinste, war das Bärenjunges. In der Nähe jeder Schüssel lag ein Löffel, groß, mittel und klein. Goldlöckchen waren so hungrig, dass sie zuerst aus einer großen Schüssel essen wollte. Sie nahm den größten Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu heiß. Dann nahm sie einen mittleren Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu kalt. Schließlich nahm sie einen kleinen Löffel und probierte den Brei aus der kleinen Schüssel. Dieser Brei war weder heiß noch kalt, genau richtig. Und Goldlöckchen aßen den ganzen Brei aus der kleinen Schüssel. Nach dem Essen wollte das Mädchen sitzen und sah drei Stühle in der Nähe des Ofens, einen großen, einen kleineren und einen dritten, sehr kleinen, mit einem kleinen roten Kissen. Zuerst versuchte sie, auf den größten Stuhl zu klettern, konnte es aber nicht. Dann versuchte das Mädchen, sich auf den mittleren Stuhl zu setzen, aber es war sehr schwer und unangenehm. Schließlich setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl und es war genau richtig für sie. Goldlöckchen mochten den Stuhl so sehr, dass sie anfing, darauf zu schwingen. Der Stuhl knackte, brach und sie fiel zu Boden. Das Mädchen stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Es gab drei Betten, groß, mittel und klein. Zuerst kletterten Goldlöckchen auf das erste Bett, aber es war zu hoch und zu hart. Ich legte mich auf die mittlere, sie war zu geräumig und weich. Das Mädchen legte sich auf das dritte, kleinste Bett. Sie war genau richtig für sie. Goldlöckchen fühlten sich so wohl und gemütlich, dass sie schnell einschlief. Das Mädchen schlief tief und fest, als die Bärenfamilie nach Hause zurückkehrte. Die Bären wurden sehr hungrig und gingen sofort zum Tisch. Als Papa Bär seine Schüssel sah, wurde er wirklich wütend. Jemand hat meinen Brei gegessen. Er knurrte. Die Bärin schaute auch in ihre Schüssel und knurrte weniger laut. Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen. Und das Bärenjunges, das seine leere Schüssel sah, rief laut: Jemand hat nicht nur aus meiner Schüssel gegessen, er hat meinen ganzen Brei gegessen. Die Bären rochen, dass etwas nicht stimmte, verließen den Tisch und begannen sich umzusehen. Papa Bär bemerkte, dass jemand seinen Stuhl bewegte und knurrte mit schrecklicher Stimme: Jemand saß auf meinem Stuhl. Die Bärenmutter schaute auf ihren Stuhl und beschwerte sich: Jemand saß auf meinem Stuhl und schob ihn von seinem Platz weg. Und dann schaute der Bär auf seinen kaputten Stuhl und rief erneut laut: Jemand hat nicht nur auf meinem Stuhl gesessen, sondern ihn kaputt gemacht. Alle drei Bären gingen vorsichtig ins Schlafzimmer. Jemand lag auf meinem Bett und zerknitterte es. Papa Bär brüllte mit schrecklicher Stimme. Und jemand lag auch auf meinem Bett und zerknitterte es, knurrte die Bärenmutter.
Der Teddybär schaute auf sein Bett und rief erneut, jemand lag auch auf meinem Bett. Und dann sah er das Mädchen und quietschte mit dünner Stimme und schläft immer noch in ihr. Vater und Mutterbären gingen zum Bett und sahen, dass ein kleines Mädchen dort schlief. Goldlöckchen erwachten aus dem Schrei eines Bärenjungen und waren sehr verängstigt. Drei Bären standen vor ihr. Sie sprang sofort aus dem Haus und rannte, wohin auch immer ihre Augen schauten, ohne sich umzusehen. Das Mädchen rannte lange, sie war sehr müde und dann sah sie ihre Mutter, die im Wald nach ihrer vermissten Tochter suchte. Seitdem hörte Goldlöckchen immer auf ihre Mutter und tat nichts ohne ihre Erlaubnis. Sie wurde ein sehr gehorsames, freundliches und gutes Mädchen. Es war einmal ein nettes kleines Mädchen. Sie war süß zu allen, die sie nur sahen. Aber sie war die schönste und liebste von allen für ihre Großmutter, die nicht einmal wusste, was sie ihrer geliebten Enkelin geben sollte. Einmal gab sie ihr einen roten Samthut. Und da dieser Hut sehr gut für sie geeignet war und sie nichts anderes tragen wollte, nannten sie sie Rotkäppchen. Einmal bat ihre Mutter, ihrer Großmutter ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein zu bringen. Sie sagen, dass sie sowohl krank als auch schwach ist, es wird gut für sie sein. Sie befahl meiner Mutter, nicht von der Straße wegzulaufen, sonst würde sie fallen und die Flasche zerbrechen, und dann würde Großmutter nichts bekommen. Und wenn sie zu ihrer Großmutter kommt, damit sie nicht vergisst, sie zu begrüßen. Rotkäppchen gehorchte, nahm die Geschenke und machte sich auf den Weg. Und meine Großmutter lebte bereits hinter dem Wald, eine halbe Stunde zu Fuß vom Dorf entfernt. Und sobald Rotkäppchen den Wald betrat, traf sie einen Wolf. Das Mädchen wusste jedoch nicht, was für ein wildes Tier es war, und hatte nicht die geringste Angst vor ihm. Sie grüßte höflich. Der Wolf verhielt sich auch sehr anständig, so dass Rotkäppchen dem Wolf sagte, dass sie ihrer geliebten Großmutter Geschenke brachte. Und während sie erzählte, wie sie zum Haus ihrer Großmutter kommen sollte, dachte der Wolf bei sich, wie er nicht nur die alte Frau, sondern auch ein hübsches Mädchen essen könnte. Und dann dachte der Wolf daran, Rotkäppchen eine riesige Wiese mit schönen Blumen zu zeigen. Rotkäppchen, als sie die vielen wundervollen Blumen betrachtete, dachte, dass es schön wäre, Großmutter einen frischen Blumenstrauß zu bringen, denn das würde ihr auch gefallen. Ja, und rannte von der Straße zur Seite und begann Blumen zu sammeln. Wenn sie eine Blume ein wenig pflückt, während eine andere sie winkt, ist es noch besser, und sie wird danach rennen. Und so ging es immer weiter in die Tiefen des Waldes. Und der Wolf rannte direkt zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Oma fragte, wer da sei. Und der Wolf antwortete mit dünner Stimme, dass es Rotkäppchen war, das den Kuchen und den Wein brachte. Die alte Frau glaubte und befahl, auf den Riegel zu drücken und einzutreten. Der Wolf drückte auf den Riegel, die Tür flog auf und er rannte zur Hütte seiner Großmutter. Ich eilte zum Bett meiner Großmutter und schluckte es sofort. Dann zog er das Kleid seiner Großmutter und ihre Mütze auf dem Kopf an, ging ins Bett und wartete. In der Zwischenzeit rannte Rotkäppchen Blumen hinterher, und als sie so viele davon bekam, wie sie tragen konnte, erinnerte sie sich wieder an ihre Großmutter und ging zu ihrem Haus. Sie war sehr überrascht, dass die Tür weit offen stand, und als sie den Raum betrat, rief sie ihrer Großmutter zu. Es gab keine Antwort. Die Enkelin trat ans Bett und sah, Großmutter lag, und sie hatte ihre Mütze auf die Nase gezogen, und es schien so seltsam. Rotkäppchen fragte verwirrt, warum Großmutter so große Ohren hatte. Und der Wolf antwortete mit der Stimme einer Großmutter, um besser zu hören. Dann fragte Rotkäppchen, warum Großmutter so große Augen habe. Um dich besser zu sehen, antwortete der Wolf. Und die Arme sind so groß, dass es leichter zu greifen ist. Und als Rotkäppchen das Maul des Wolfes sah und nur fragte, warum Großmutter so ein böses großes Maul hatte, stürzte sich der Wolf schreiend auf sie, damit ich dich essen konnte.
und wie er unter der Decke hervorsprang und das arme Mädchen schluckte. Nachdem der Wolf auf diese Weise genug hatte, ging er wieder ins Bett, schlief ein und begann so viel wie möglich zu schnarchen. Zu dieser Zeit kam ein Jäger am Haus der Großmutter vorbei, hörte Schnarchen und fragte sich, ob der alten Frau, die sie so schnarchte, etwas passiert war. Er betrat das Haus, ging zum Bett und sah, dass der Wolf dort schlief. Und er hat diesen Bösewicht schon lange gejagt. Er wollte ihn mit einer Waffe töten, aber ihm fiel ein, dass der Wolf vielleicht seine Großmutter verschluckte und dass sie noch gerettet werden konnte. Deshalb schoss er nicht, sondern öffnete den Mund seines Wolfes weit und sah dort eine kleine rote Kappe aufblitzen. Ein Mädchen sprang aus dem Mund und sagte, dass ihre Großmutter noch da sei. Der Jäger öffnete die Kiefer seines Wolfes noch weiter und die alte Großmutter stieg irgendwie hinter dem Rotkäppchen aus. Sie freuten sich, begannen sich zu umarmen und dem Jäger zu danken. Sie beschlossen, einem listigen Wolf eine Lektion zu erteilen. Sie brachten so schnell wie möglich große Steine mit, stopften sie in das Maul und den Bauch des Wolfes und trugen ihn in den Hof. Und als der Wolf aufwachte, sah er den Jäger und wollte fliehen, konnte aber die Last der Steine nicht tragen und fiel zu Boden. Dies erfreute alle drei, während der Wolf aufstand und seinen schweren Bauch kaum in den dunklen Wald zog. Sie haben ihn nie wieder gesehen. Auf diese Weise brachten sie dem gerissenen Wolf eine Lektion bei, und Rotkäppchen entschied, dass sie den Befehlen der Mutter nie wieder nicht gehorchen würde.